Preis Gott, wohin soll ich gehen? Und ich will heute über Erweckung sprechen, so altmodisches Wort. Erweckung, was ist das überhaupt? Ich kann sowieso wahrscheinlich nicht schlafen, verstehst du? Hat jemand gemeint, muss ich da durchwachen? Nein, Erweckung ist, wo Gottes Geist wirkt. Früher, als ich zur Gemeinde, zur Pfingstgemeinde kam, da hieß es Lagerversammlungen, also wo Leute Evangelisationsversammlungen abhielten, das war Erweckungsversammlungen. Auch das ist nicht Erweckung. Was ist wirklich Erweckung? In meinem persönlichen Leben habe ich viele geistliche Aufbrüche erlebt, die Jesus-People-Bewegung, die charismatische Erweckungsbewegung, dass die Leute in der Kirche kamen und einfach Gottes Wort verlangt haben, nach Gottes Wort hören wollten und dergleichen. Was ist eine Erweckung? Es ist ein geistlicher Aufbruch, eine Heimsuchung Gottes. Und bitte sei nicht schockiert, was ich heute alles noch sagen werde über Erweckung, was Erweckung nicht ist, was die meisten Frommen unter Erweckung verstehen. Erweckung ist nicht ein Massenauflauf. Erweckung ist, wo Gottes Geist wirkt, wo Gott Buße bewirkt, wo Menschen anfangen zu weinen und was weiß ich. Das ist Erweckung. Und übrigens, das Wort Erweckung steht nicht in der Bibel. Oder zumindest nicht so, wie wir gerne es hätten, dass es in der Bibel steht. Aber Gottes Wille ist unsere Heiligung und nicht Erweckung. Gott will, dass wir geheiligt werden. In meiner Bibel heißt es, er wird diesen Glimmenden doch nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Gott wird die Wüste zum Blühen bringen. Das ist für mich Erweckung, wie Gott wieder von vorne etwas ganz Neues anfängt, etwas einen neuen geistlichen Aufbruch schenkt und dergleichen. Wahre geistgewirkte Erweckung weltweit in all den Jahrhunderten ist immer wieder nach dem gleichen Muster geschehen. Ich habe mal eine Arbeit geschrieben über Erweckungsbewegung, also weltweit Bewegungen. Und die meisten Erweckungen, geistliche Aufbrüche, Evangelisation, auch die Pfingsterweckung in Jerusalem hat nicht länger gedauert wie 3 Jahre. Nach 3 Jahren war alles verpufft. Da sind die Leute wieder zur Routine übergegangen. Weißt du, Erweckung, wir müssen ständig wach bleiben. Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Die meisten Christen, die meisten Gemeinden, die meisten Kirchen sind weit weg entfernt von der Erweckung, von einer echten biblischen Erweckung. Ja, und die ganzen Erweckungsbewegungen, die sind alle verpufft und die gab es all die Jahrhunderte, all die Zeiten hindurch, gab es geistliche Aufbrüche gewirkt vom Heiligen Geist. Dann hat die katholische Kirche, war sehr schlau, sie hat gleich einen Orden gemacht. Die evangelischen Kirchen haben später dann hier gleich eine Missionsgesellschaft, eine Gemeinde gegründet. Und in der Neuzeit, seit Amerika, da gibt es die ganzen Freikirchen. Die sind alle Freikirchen sind meistens mehr oder weniger aus einer Erweckungsbewegung hervorgekommen. Was passiert in einer vom Heiligen Geist gewirkten Erweckung? Ich weiß von manchen Erweckungen, ich nenne keinen Namen von diesen Gruppen, da haben sie sich gestritten, soll man den linken Fuß und den rechten oder den rechten Fuß waschen, da bracht die Fußwaschung auf, da bracht dies auf, da bracht jedes auf, was in der Bibel eine Wahrheit war, das bracht auf und da haben sie sich gestritten und gesagt, jahrelang, linken Fuß oder rechten Fuß soll man waschen, verstehst du? Ist es nicht Streit um bestimmte Wahrheiten der Bibel? Was ist eine echte Erweckung? Und viele verwechseln Evangelisation mit Erweckung. Bei einer Erweckung brauchen wir Weckrufe, brauchen wir Herolde, die rufen. Und wir haben in der Bibel sowas. Da kommen die Herolde und rufen, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, macht eure Lampen bereit. Und die klugen und zürichen Jungfrauen fangen an, sich zu schmücken. Und die einen merken, wir haben nicht genug Öl. Bei einer echten Erweckung ist zuerst, und jetzt will ich sagen, was ich erlebt habe in den verschiedensten Erweckungsbewegungen in meinem Leben, was ich erlebt habe, und ich diene dem lieben Gott schon 50 Jahre oder über 50 Jahre, da ist zuerst das Sündenerkenntnis, dass die Menschen Sünden erkennen. So hat es bei mir angefangen. Als ich Gott suchte dann und fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden, dann sagt der Evangelist, der mir dann geschrieben hat, machen Sie sich Gedanken über Ihre Sünden. Etwa 1-2 Monate habe ich nachgedacht und alles aufgeschrieben, was Sünde in meinem Leben ist. Zuerst habe ich protestiert und gesagt, ich habe keine Sünde, ich bin sinnlos. Aber dann hat er mir eine Bibel geschickt und unterstrichen, selig sind die reines Herzens, sind sie werden Gott schauen. Und ich habe gemerkt, so ganz koscher bin ich auch nicht. Verstehst du, ich habe als Junge das und jenes gemacht, was nicht sein sollte. Und das ist Erweckung, dass man Sündenerkenntnis hat. Ohne Sündenerkenntnis schlafen die Leute weiter. Viele bekehren sich nur, dass sie die Hand strecken, ich entscheide mich für Jesus, ohne Sündenerkenntnis. Und bei vielen Leuten fehlt die Sündenerkenntnis. Die Sünde ist nicht nur, dass ich einen Fehler habe, sondern dass ich gegen Gott rebelliert habe, dass ich gegen Gott protestiert habe.
Eine erste Erweckung, was wir in der Bibel haben, was wir Erweckung nennen könnten, war die Erweckung in Ninive, als Jonah predigt 3 Tage und Ninive geht unter. Und da haben die Leute in Ninive in Sack und Asche Buße getan, angefangen vom König bis zum Kalb und was weiß ich, der Kuh unten im Stall. Leute waren im Sack und Asche. In den Erweckungen weinen die Leute wegen ihrer übergroßen Sünden und Schuld, was sie vor Gott haben. Sie fühlen sich als Versager. Wir haben vor Gott versagt. Gott hat uns verworfen. Das Gericht kommt. Und das Gericht kommt. Auch über Europa, auch über Deutschland. Was ist Erweckung? Erweckung ist, wenn wir nicht mehr schlafen können und keine Ruhe mehr finden. Ich habe schon Anzeigen sogar gekriegt. Da wurde angezeigt von einer Person unten in Heilbronn oder aus der Umgebung von Heilbronn. Ich kann nicht mehr schlafen, seitdem ich den Prediger gehört habe. Selbst die Schlaftabletten nützen nichts mehr. Na, wirklich, selbst die Schlaftabletten nützen einem nicht mehr. Wenn du mal erweckt worden bist vom lieben Gott, vom Heiligen Geist, finden keine Ruhe. Bis sie Ruhe in Gott finden und bis sie erleben, dass Gott gnädig ist. Und das ist so wichtig. Martin Luther, als er mal unterwegs war und geblitzt und gedonnert hat, dann hat er angefangen, den gnädigen Gott zu suchen. Und das war, was sein Leben bestimmt hat. Ja, das ist Erweckung. Erweckung ist, wenn wir so lange suchen, auf den Knien liegen, beten und was weiß ich, was wir noch alles anstellen, bis wir Ruhe von Jesus Christus finden, von Golgatha, den Frieden Gottes. Erweckung fängt bei den Christen an, nicht draußen bei der Welt. Weißt du, die meisten möchten, dass die Sünder wieder in die Gemeinde kommen, dass die Kirchen wieder voll sind. Das ist nicht Erweckung, so Lagerversammlung ist nicht Erweckung. Ja, Erweckung ist, wenn Christen aufwachen über ihre Lauheit, über ihre Trägheit, über ihre Oberflächlichkeit. Und wenn wir erweckt sind, dann werden die anderen auch bald nicht mehr schlafen können. Das werden wir auch denen auf die Nerven gehen. Da werden wir auch denen keine Ruhe mehr geben. Viele Christen sind nicht erweckt. Die sind Schlafmützen und schlafen weiter nach ihrer Bekehrung. Erweckung ist, dass wir plötzlich Heiligung wollen, dass wir unser Leben verbessern wollen, dass wir nicht nur ein bisschen Spaß am Leben haben, was viele unter Erweckung verstehen. Verstehst du, dass sie da vor Gott schunkeln und so weiter wie Betrunkene? Nein, Erweckung ist, dass wir wirklich im Glauben leben und nicht nur putzeln wie Mehlsäcke. Ich kenne hier eine Gemeinde in Berlin, da purzeln die Leute rum, verstehst du, nochmals nach vorne. Wer möchte nochmals auf den Boden umfallen, verstehst du, diese Umfallwelle, was das alles war in Deutschland, vergiss das alles. Erweckung ist nicht mehr Erfolg, nicht mehr Segen und nicht mehr erfülltes Leben zu haben. Nein, Erweckung ist, mein Herz wird erfüllt von der Liebe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, von der Heiligkeit Gottes. Ein Zeichen der Erweckung sind Tränen der Buße. Mein Gott, hab Erbarmen unser Herr, erbarm dich meiner. Das ist Erweckung. Viele verstehen Erweckung nicht. Erweckung ist mehr als nur Sündenerkenntnis, es ist auch Sündenbekenntnis. Wiedergutmachung, denk an den Zachäus. Zachäus war ein Erweckter. Steig herab, ich will zu dir einkehren, hat der Heiland gesagt. Und dann ohne große Worte, ohne Tamtam, fängt er an, sein Leben zu ordnen. Wenn ich betrogen habe, gebe ich gleich zurück. Ich bringe alles in Ordnung. Das ist Erweckung. Die Stuttgarter Zeitung wir haben mal so Erweckungsgottesdienste gehabt bei uns in der Gemeinde. Da schrieb die Stuttgarter Zeitung, wir wissen nicht, was heute los ist oder was in dieser Stadt los ist. Leute bezahlen der Straßenbahn oder dem Bus oder dem Busverein, bezahlen fürs Schwarzfahren, machen Wiedergutmachung, bringen dies und bringen jenes in Ordnung. Das ist Erweckung, wenn die Leute anfangen, ihre Dinge in Ordnung zu bringen, ihre Sünden zu bekennen, ihre Sünden in Ordnung zu bringen, wieder gut zu machen. Erweckung ist, dass man zur Sünde Nein sagt und dass man nicht mehr weiter tut und nicht mehr weiter sündigt, dass man anfängt, Gutes zu tun, zu helfen, Wiedergutmachung. Das ist ein Zeichen der Erweckung. In einer vom Heiligen Geist gewirkten Erweckung liegt der Schwerpunkt auf das Streben nach Reinheit und Heiligung. Wir wollen in Ordnung sein, Sachen zurückgeben, wo wir gestohlen haben, wo wir gelogen haben, wo wir unehrlich waren, wo wir uns versündigt haben. Menschen erkennen in einer Erweckungszeit ihr Versagen und ihre Schuld und sie wissen, es liegt an uns. Gott kann uns nicht segnen. Wir können noch so viel beten,
Gott kann uns nicht segnen, weil wir ja Sünde in unserem Leben haben. Gott duldet keine Sünde, das merkt der verlorene Mensch und kommt zu Gott zurück. Ja, Menschen erkennen in der Erweckungszeit ihre Verstocktheit an ihrem Ego, ich und ständig nur noch ich. Ja, und sie merken, mein Herz ist böse von Jugend an. Nicht, dass wir ein paar Fehler gemacht haben, ein paar Dummheiten gemacht haben. Nein, unser Herz ist böse von Jugend an. Von der Erziehung, von der Schule, vom Kindergarten, von zu Hause. Und ich bin zu nichts Gutem fähig. Das ist Erweckung, wenn der Mensch plötzlich erkennt, ich bin zu nichts fähig. Zu nichts Guten, nichts Göttlichen, nichts Gottgewollten. Ja, und da renoviert man nicht, da flickt man nicht. Erweckung ist nicht ein Flickwerk, dass man auf einem alten Kleider neue Lappen drauf näht. Das ist nicht Erweckung. Jesus sagt klipp und klar, was Erweckung ist und nicht ist. Erweckung ist kein Flickwerk, kein frommes Flickwerk, schon gar nicht. Und wir müssen erkennen, wir selber von uns aus sind nicht heilbar. Ich bin nicht reparierbar. Ich brauche die Hilfe von oben, von Gott. Wenn Gott mir nicht hilft, bin ich verloren. Das ist Erweckung. Das ist Erweckung, ihr Lieben. Wir mögen uns noch so anstrengen. Wir kommen ohne der Gnade Gottes nicht dem Ziel näher. Wir haben versagt. Und wir versagen am laufenden Band. Und deshalb, ich bin Gott von dir abhängig. Das ist, was Erweckung bewirkt, eine echte Erweckung, auch im Geistlichen, und zwar permanent, dauerhaft. Wir brauchen das neue Herz, des neuen Geist, das nur Jesus schenkt. Siehe, ich mache alles neu, sagt der Herr. Und das muss in unserem Leben passieren. Das ist Erweckung. Alles andere ist Katz. Alles andere ist umsonst. Wir brauchen den Geist Gottes in uns und das bewirkt die Frucht des Heiligen Geistes. Das lässt die Frucht wachsen, wie Geduld, wie Freundlichkeit, wie Freigebigkeit, wie Demut, wie Liebe, wie Freude, wie Friede, wie Selbstdisziplin. Plötzlich, weißt du, wenn der Heilige Geist in unserem Leben anfängt zu pulsieren und je mehr Raum der Heilige Geist in unserem Leben einnimmt, desto ähnlicher werden wir Jesus. Das ist Erweckung. Also der sieht aus wie Jesus, der spricht wie Jesus. Der singt wie Jesus, der betet wie Jesus, der handelt wie Jesus, der lebt wie Jesus. Ja, wenn eine wahre Erweckung geschieht, dann ist unser Leben in Sack und Asche. Oh Gott, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr leben. Das hat nichts mit Depression zu tun. Es ist Selbstverleugnung. Erweckung hat etwas mit Selbstverleugnung zu tun, ihr Lieben. Wir merken, wir sind nur Menschen. Wir kommen von uns selbst nicht weg. Wir kommen von uns selbst nicht in die Nähe Gottes. Und Jesus sagt klipp und klar, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wir schaffen nichts. Wir können noch so fromm sein, noch so kirchlich sein, noch so religiös sein, noch so pietistisch, noch so pharisäisch, was auch immer ist. Erweckung fängt nach meiner Bekehrung an. Das ist bei mir so gewesen. Als ich mich von meinen Sünden getrennt habe, was ich alles aufgeschrieben habe und das Heft verbrannt habe, und alles Gott übergeben habe. Und dann habe ich den Evangelisten geschrieben, wie geht es jetzt mit mir weiter? Und jetzt hat er mir so schön geschrieben, verlass dich auf Gott. Verstehst du? Einfach, verlass dich auf Gott. Du musst nicht mehr tun. Nimm Gott an, nimm Jesus an, glaub an das Wort Gottes und verlass dich auf Gott. Und ab meiner Bekehrung nimmt der Heilige Geist, und das habe ich gemerkt und erlebt, und das ist Erweckung bei mir gewesen. Und ich bin schon über 50 Jahre wach. Und wache und bin erweckt und lebe erweckt und wache immer mehr neu auf in der Gnade Gottes. Der Heilige Geist nimmt mich in der Schule, in der Ausbildung. Ja, ich werde Stück für Stück ein Jünger Jesu. Wir werden von Gott belehrt, ihr Lieben. Und er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen, als der gute Hirte. Ja, Erweckung ist, wo ich mein altes Ich in den Tod gebe und nicht ich mehr lebe, sondern Christus lebt in mir. Da, wo ich von meinen Wünschen mich erlösen lasse, meine Wünsche loslassen, nicht nur das loslassen, das loslassen, das loslassen, nein, vor allem meine Wünsche, meine Träume, meine Visionen, meine Ideale, alles loslasse. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr die Begierden und nicht mehr meine Ziele, sondern Gottes Ziele. Dein Wille geschehe in meinem Leben, wie er oben im Himmel bei dir, lieber Gott, geschieht. Ja, und Erweckung ist, wo ich anfange zu suchen,
Und ich spreche, was ist eine Erweckung, ihr Lieben, wo ich anfange zu suchen, Jesus zu verwirklichen, Jesus weiterzusagen, Jesus anderen Menschen weiterzugeben, nicht nur als Egoist weiterleben, Hauptsache ich bin gesegnet, Hauptsache ich komme in den Himmel, Hauptsache ich erreiche das Ziel. Nein, ich will allein das Ziel nicht erreichen, sondern ich möchte noch so viele wie möglich mitnehmen in die Herrlichkeit Gottes. Was ist Erweckung? Und ich bin erweckt. Denke ich wenigstens. Und ich erlebe permanent Erweckung. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Ich lasse mich immer wieder von Gott wachkitzeln und wachrütteln. Das liegt dem Willen Gottes. Mein Leben übergebe, nicht mehr ich will leben, sondern Herr, dein Wille geschehe, so wie Jesus im Garten Gethsemane, dein Wille geschehe. Das ist Erweckung, wo wir anfangen zu beten. Und der Herr fragt die Jünger, könnt ihr nicht mit mir wachen, nicht mal eine halbe Stunde? Verstehst du? Jesus ringt, dein Wille geschehe. Und er erlebt den Willen Gottes und ein Engel stärkt ihn. Und das ist Erweckung, wo der Engel Gottes mich stärkt in der kritischen Stunde, in der kritischen Augenblicken. Die brauchen wir nicht mehr für uns. Ja, dein Wille geschehe. Und dann sorgt Gott ab da für uns. Was ist eine Erweckung? Erweckung ist, wo ich mich vollständig ihm hingebe, wo er mich vollständig erfüllt mit seinem Heiligen Geist, wo er sein Werk in meinem Leben tut. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. Ich weiß, dieser Prozess ist unangenehm und sehr schmerzhaft. Er lebt in mir, er verwirklicht sich in mir. Die wenigsten schaffen es, dass Gott in einem lebt, in einem sich verwirklicht. Viele glauben, Erweckung ist ein Rimidimi, lautstark predigen. Ich weiß es. Du musst mir nichts erzählen, ich weiß es nicht, wenn ich so die Leute früher gehört habe, weißt du, wo der Pastor lautstark predigt, über ans Pult springt, oder wo er, was weiß ich, demonstrativ irgendwelche Zeichen und Wunder vollbringt, Menschen durchschüttelt. Das ist nicht Erweckung. Erweckung hat nichts mit Lautstärke zu tun, oder mit lustig zu tun, mit Purzeln zu tun, oder was weiß ich mit was. Wenn Gottes Geist arbeitet, werden verkorkste Strukturen abgestreift, die lässt man alle da. In dem Moment, wenn eine Erweckung geschieht, da kannst du nicht mehr so bleiben, wie du warst. Da muss sich was verändern. Da versöhnen sich die Menschen, dann jagen sie nach der Heiligung. Da bringen sie ihr Leben in Ordnung, wie dieser Zachäus hier oder andere. Dann lösen sie sich von ihrer Schweinezucht. Ich denke nur an den Bauer dort in Gandara. Was soll ich mit den Schweinen machen? Er sagt, das ist dein Bier, sagt Jesus. Mach du das, was du willst, das sind deine Schweine, nicht meine Schweine. Und er jagt die Schweine den Abhang hinab, nicht der Teufel. Aber der Teufel ist aus diesem Jungen ausgefahren und der Mann wurde frei, dieser Schweinezüchter und Schweinehirte. Ja, wenn Menschen erweckt werden, fangen sie ihr Leben von vorne an mit Null. Sie suchen den inneren Frieden. Was bringt mir den inneren Frieden? Was macht mich wirklich glücklich? Sie sind erfüllt von der Freude Gottes, sie kriegen von dem lieben Gott nicht genug, das ist Erweckung. Wenn Menschen erweckt werden, merkst du sofort, sie kriegen von dem Gottesdienst nicht mehr genug. Ich weiß, als ich erweckt wurde, als ich zum Heiland kam, ich habe morgens, Sonntagmorgens einen Gottesdienst besucht, Sonntagmittags irgendwo in einer anderen Gemeinde Gottesdienst besucht und abends habe ich noch irgendwo eine Evangelisation besucht. Ich konnte nicht genug vom Wort Gottes hören und das hat mein Leben geprägt. Und dann die Woche über in der Gebetsversammlung, in der Bibelstunde, in der Jugendstunde, wo ich auch war, auch nicht unbedingt in meiner Gemeinde, sondern auch andere Gemeinden, wo ich gesehen habe, da gehen die Leute hin, das sind bestimmt Christen. Ja. Äußerlichkeiten spielen bei einer Erweckung keine große Rolle. Aber man merkt, die brennen für Jesus. Und das ist, was Erweckung bei mir bewirkt hat, dass ich angefangen habe, Traktate zu verteilen. Er hat gesagt, das, was ich weiß, das müssen auch andere Leute erfahren. Das reicht nicht, dass nur ich in den Himmel komme. Gerettet sein bringt Rettersinn. Das war, was in meinem Leben der Heilige Geist bewirkt hat, dass ich angefangen habe, dem Herrn zu folgen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, dann hieß es, lass dich taufen. Und dann war dies und dann war dieses. Dann bringt den Zehnten in die Gemeinde, verstehst du? Unterstützt das Werk Gottes. Finanzier das Werk Gottes, arbeite mit, wo du kannst. Schau doch, wie weit die Frommen heute so abgedriftet sind von der Erweckung. Die sprechen von Erweckung, ich bin erweckt. Schlafmützen sind sie, in aller Liebe, Gott segne sie. Ja, die sollten wieder erweckt werden vom Heiligen Geist, dass sie nicht mehr schlafen können. Viele sind erweckt gewesen, bloß sie drehen sich um und schlafen auf der anderen Seite weiter. Das ist die Tragödie. Es fehlt das neue Herz, der neue Geist, die neue Begeisterung.
Vor einer Erweckung kommst du, ja, wenn du in einer, bevor eine Erweckung geschieht, da schlafen alles, hier Weihnachten, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Verstehst? Stille Nacht. Die Heiligen haben abgenommen, das ist vor einer Erweckung der Fall. Da ist der Antichrist, der Abfall da. Leute beten um Erweckung, die wissen gar nicht, um was sie beten. Weißt du, wenn Erweckung kommt, dann kannst du nicht mehr schlafen. Dann hast du keinen Frieden. Ja, da ist der Teufel los. Und der Teufel ist immer dort los, wo Erweckungsfeuer brennt. Aber heutzutage, wenn ich dir angucke, die Christenheit, die Gottlosigkeit, Finsternis bedeckt das Erdreich. Der Teufel, das Böse, triumphiert. Satan ist immer noch der Fürst dieser Welt. Ihm gehört diese Welt in aller Liebe. Und hier müssen Menschen erweckt werden durch den Heiligen Geist. Jesus sagt einmal, meint ihr, wenn ich wiederkomme, dass der Menschensohn Glauben finden wird? Nee, vergiss es. Das ist der Zustand vor der Erweckung. Der Abfall. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Such heute noch Liebe. Die Familien sind schon wegen der Corona zerstritten. Die einen sind für, die anderen sind dagegen, die anderen sind für gar nichts. Die anderen wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Verstehst du? Und die Familien sind zerstritten. Schon allein wegen Corona. Die Familien sind zerrissen, die ganze Gesellschaft ist zerrissen. Und heute redet man, die Gesellschaft ist gespalten und die ist komplett gespalten. Kirchen sind gespalten, Gemeinden sind gespalten, Familien sind gespalten, die Menschen sind gespalten und sogar die Seelen der Menschen sind gespalten in aller Liebe. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und die Heiligen haben abgenommen, das steht in der Bibel, das ist nicht meine Erfindung. Wir brauchen Erweckung und mein Thema ist, was geht vor einer Erweckung voraus? Und ich sag dir, vor einer Erweckung geht Sünde und der Teufel voraus. In London, als William Booth mit seiner Heilsarmee angefangen hat, die Leute waren nur noch besoffen, die Kneifen, die Pubs, die waren voll, verstehst du, die Leute, was weiß ich, was die Leute alles, die wollten nur das Leben genießen und essen und saufen und fressen. Das war, und so weiter. Und dann hat William Booth gesagt, wir müssen dorthin gehen, wo die Sünder sind, in den Pubs, in den Gaststätten und so in den Kneipen. Und dann haben sie ihre Heilsarmee Mädels bekleidet, mit Kragen zugemacht, verstehst du, damit sie nicht belästigt werden. Und dann haben sie dort gesungen, gepredigt und so weiter und die Pubs gelehrt. Und das war Erweckung. Da haben sie Menschen Buße getan. Menschen haben Buße getan. Charles Finney erzählt, sogar beim Flügen, Leute haben dort damals geflügt, haben sich das Pferd angehalten, sich hingekniet und gebetet und Gott um Gnade angerufen. So sind die Menschen ergriffen worden von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Das ist Erweckung, alles andere kannst du vergessen. Ja, in der Antike, ja, als Saul von Tarsus unterwegs ist mit seinem Pferd, verstehst du, nach Damaskus, plötzlich begegnet ihm Jesus, er fällt zu Boden, wird blind. Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und plötzlich merken die Menschen, sie werden von Gott berührt, vom Heiligen Geist berührt. Und das ist Erweckung, wenn Menschen vom Heiligen Geist berührt sind. Laue, träge Menschen, Christen, sie können sich Gott nicht mehr entziehen. Erweckung ist, wenn Jesus an der Herzenstür klopft, Tote auferweckt. Ja, das ist nur so als Vergleich. Plötzlich stehen Menschen auf, Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich habe Erweckungen erlebt, Geschwister, ich weiß, was es ist. Weißt du, ich musste gar nicht viel tun. Plötzlich geht die Tür auf, da kommt einer rein und setzt sich hin nach kurzer Zeit. Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jemand anders, die Oma ist gestorben, verstehst du? Da beginnt Erweckung, die Oma stirbt. Und da kommt ein Mann in meine Versammlung, das war einer der ersten in einer kleinen Gemeinde in Stuttgart-Münster, da setzt sie sich hin. Und am Schluss, als ich fertig bin, fragt der Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Habe ich gesagt, wie kommst du drauf? Ja, meine Oma ist gestorben, früher hat sie immer für mich gebetet und dergleichen. Und jetzt ist die Oma tot, jetzt betet niemand mehr für mich, jetzt muss ich mich selbst bekehren. Habe ich gesagt, guck mal. Und es ist gut, dass die Heiligen sterben, dass Oma stirbt, dass der Opa stirbt, dass sie alle sterben, dass niemand mehr für einen betet, jetzt muss ich selber beten. Und es war ein Zahnarzt, der sich bekehrt. Hat sein Leben Jesus übergeben. Und solange ich in Stuttgart Pastor war, war er in der Gemeinde bei mir. Und das ist Erweckung, wenn Menschen plötzlich merken, niemand betet mehr für mich. Ja, das ist ein Zeichen der Erweckung. Das geht voraus, dass der Opa nicht mehr da ist, der Opa nicht mehr da ist.
Echte Erweckung ist ein Schock. Deshalb habe ich gesagt, pass gut auf, verstehst, bring dich in Sicherheit. Ich werde einige schockierende Wahrheiten sagen. Ein Schock für den alten Menschen, für all die Frommen, die so schlafen und schnarchen. Ja, die sich gar keine Gedanken machen über die Ewigkeit. Und plötzlich steht der Tod vor der Tür und klopft an, dieser Sensemann. Und plötzlich sagt, komm mit. Ja, und da fragt plötzlich der Heilige Geist, ist alles in Ordnung in deinem Leben? Und dann kommt in deinem Leben diese Frage, wie in meinem Leben, nach meiner Bekehrung. Ich war bekehrt, ich habe Freude an Gott gehabt, aber ich habe eine Frage immer gehabt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Ist alles in Ordnung zwischen mir und Gott? Ist das wirklich alles? Das ist Erweckung, dass du keine Ruhe hast, dass du ein Leben lang nicht mehr schlafen kannst, bis du im Himmel bist beim lieben Gott. Echte Erweckung beginnt nicht mit fröhlichen Singen. Halleluja, König Jesus! Vergiss es alles. Jesus ist nicht mein König, er ist mein Herr. Er will mein Herr werden. Ja? Oder Fahnen schwenken oder was weiß ich alles. Sondern echte Erweckung beginnt mit Überzeugung und mit der Reue und mit dem Fragen, ist das wirklich genug? Reicht es aus? Schaffe ich zur Seligkeit? Erweckung, echte Erweckung ist das Leben aus Gott. Ja? Und es verläuft ganz andere Bahnen. Hier übernimmt der Heilige Geist mein Leben. Und der Heilige Geist sagt, das ist nicht in Ordnung, und das ist nicht in Ordnung, und das ist nicht in Ordnung. Am Schluss denkst du, Mensch, ich bin gar nicht in Ordnung mehr. Was ist noch bei mir in Ordnung? Ja, echte Erweckung ist mehr als nur fromme Berührung, dass ich Gänsehaut kriege oder die Haare wie Nägel mir zu Berge stehen. Das erzählen mir die Leute. Aber man erzählt, verstehst du, ich bin erweckt worden, vom Heiligen Geist berührt worden. Weißt du, was das ist? Eine fromme Gefühlsduselei, Rührseligkeit. Weißt du, viele sind rührselig, sind ergriffen und so weiter. Aber da passiert nichts, da sind keine Konsequenzen da. Wenn du erweckt worden bist, das bringt Frucht, das bringt Resultate. Da kommst du vor als gescheitert, als Versager. Ich weiß von meinem eigenen Leben, ich bin erweckt worden. Und ich weiß, was Erweckung ist. Weißt du, nach dem Krieg, was wir hier nach Deutschland kamen, wir haben Gott gesucht. Und das ist mehr als nur ein bisschen Religion. Und wir sind zum Heiland gekommen. Das ist ein Zerbruch, Zerknirschung, Zerbruch der menschlichen Pläne. Da laufst du nicht mehr Menschen nach. Weißt du, das war für mich ein Zeichen meiner Erweckung. Als ich Gott erfahren habe, ich bin nicht mehr Menschen, Predigern, Evangelisten, Brüdern und Schwestern nachgelaufen. Ich wollte Gott suchen, ich habe angefangen Gott zu suchen. Das ist Erweckung, wo Menschen anfangen Gott zu suchen. Erweckt ist, ja, mehr als nur ein bisschen Religion. Lieber Gott, schenk Erweckung, füll die Kirchen wieder. Jetzt nach Corona, dass wieder die Kirchen voll werden. Ja, Gott kümmert sich nicht um leere Kirchen. Den interessieren die Kirchen nicht. Den kann man gut verkaufen, also als Museum ausstaffieren und wieder als Konzerthalle oder sonst was aus der Kirche machen. Gott interessiert sich an leere Herzen. Die möchte er füllen mit dem Heiligen Geist. Das ist Erweckung. Erweckung ist, wenn das Volk Gottes zu Gott wieder zurückkehrt und ja, sich auf Gott besinnt. Das ist ein Unterschied, du merkst, verstehst du, ob er in der Kirche sitzt und nur Gottesdienst zuhört und mit dem Kopf liegt oder er voll dabei ist. Die meisten Leute sind in der Kirche, aber die Kirche ist nicht in ihnen. Gott ist nicht in ihnen. Das Reich Gottes ist nicht in ihnen. Wenn wir Erweckung wollen, müssen wir Ehrfurcht vor dem Wort Gottes wieder haben. Herr, das, was hier drin steht, da bin ich noch weit entfernt, meilenweit entfernt, lieber Gott. Hilf mir, dass ich dorthin komme, wo die Kinder Israel mal waren, verstehst du? Wo Moses war, wo der und jener war. Und alles fängt mit der Furcht Gottes. Wie steht es in der Bibel? Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Gott, wer kann vor dir bestehen? Wer kann überhaupt selig werden? Denk, diese Fragen begegnen uns in den Evangelien. Erweckung ist, und ich will hier heilige Kühe schlachten und sagen, was Erweckung nicht ist, aber im Gegenteil, Erweckung ist, wenn wir so erfüllt sind von Gott, von der Gottheit, wenn Gott nicht mehr falsch dargestellt wird, wenn wir Gott richtig sehen, wie er ist, ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer, wer kann vor dir bestehen, allmächtiger Gott? Weißt, Erweckung ist, wenn Gott sich selber zeigt, weil in der Kirche werden sie Gott nicht mehr erleben, in den Gemeinden hin und her, da wird nur noch Honig ums Maul geschmiert
und oder um die Ohren. Verstehst du, da wird Gott nicht mehr erlebt. Erweckung ist, wo wir wieder belebt werden, wo mein inneres Leben wieder neue Luft bekommt. Hast du mal gesehen, wie ein Trinkender gerettet wird? Da wird zuerst das ganze Wasser, was innen drin ist, rausgeschüttet und geklopft, bis der letzte Tropfen von dieser Brühe draußen ist. Und dann wird er wieder belebt. Vorher nützt die ganze Wiederbelebung nicht. Wir müssen zuerst alles rauskotzen, alles rausspucken, alles rausgeben, alles, was in unserem Herzen ist. Das ist Erweckung. Wann kommt Erweckung? Diese Frage ist, der ich nachgehe. Wie bei einem Ertrinkenden. Da muss alles aus der Lunge raus und dann kann er wiederbelebt werden. Die Christen lieben Jesus nicht mehr so, wie sie lieben sollten. Ich hab was gegen euch oder wir gegen dich, weil du die erste Liebe verlässt. Selbst wenn die Urgemeinde, eine Gemeinde in Ephesus schreibt, der Heilige Geist lässt schreiben, ich hab wieder dich, weil du die erste Liebe verlässt. Erste Liebe muss wieder erweckt werden, lieben Brüder und Schwestern. Man brennt nicht mehr für den Heiland, man geht nicht mehr für den Heiland auf die Straße. Man ist nicht mehr bereit, für Jesus zu sterben, geschweige denn zu leiden oder schief angeguckt zu werden. Ach, das wird schief angeguckt. Sei froh, dass man dich nicht angespuckt hat. Verstehst du? Die Liebe für Jesus. Wir müssen wieder dorthin kommen, wo Christus war, wo die Jünger waren, dass sie verfolgt waren, dass sie Märtyrer wurden für Jesus. Sie brennen nicht mehr so. Lauheit und Trägheit ist weit verbreitet. Menschen laufen anderen Göttern nach. Dem Auto, dem Haus, dem Partner und Partnerin, was auch immer ist. Wir brauchen eine Wiederbelebung des Heiligen Geistes. Wir lieben ihn nicht mehr so wie früher. Wie war die erste Liebe? Also ich weiß, wie bei mir die erste Liebe war. Und ich weiß, wie sie nicht, manchmal nicht war. Bei der ersten Liebe, ich hätte alle umarmen können, ich hätte alle küssen können, ich hätte jedem sagen können, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Verstehst du? Und dann hat man Hemmungen, du musst vorsichtig sein vor dem, dann wird man gewarnt, was weiß ich, von den Frommen, ganz besonders von den Frommen, von der frommen Feuerwehr, wird man gewarnt, da wird das Erweckungsfeuer gelöscht. Ja, da hätte ich alles hergeben können, alles verkaufen können, sogar die Hose und das Hemd und die Jacke hätte ich hergeben können für den lieben Heiland, für den Armen. Aber du musst vorsichtig sein, die missbrauchen das ja alles, verstehst du? Ich habe gar nicht gedacht an Missbrauch oder dass ich da ausgenommen werde. Das hat mich gar nicht interessiert. Ja, das ewige Leben war mir das Wichtigste. Das ist erste Liebe. Wir sind sehr weit von dem abgedriftet, was Erweckung ist, nach dem Wort Gottes, die erste Liebe, das Feuer des Heiligen Geistes. Du musst mir nichts erzählen, ich kenne die Christen seit über 50 Jahren. Dann, weißt du, in der Gebetsversammlung kriegst du keine Leute oder kaum Leute hin, aber zum Abendessen oder Gebetsfrühstück, verstehst du, da wird nur ein paar Lieder gesungen, was vom Heiland erzählt, aber und so weiter. Aber da laufen sie alle hin, aber nur zum Beten, ach, das ist doch langweilig, verstehst du? So weit sind wir abgedriftet, Konzerte ziehen die Leute an und große Mengen, aber Gebetstreffen, das ist ja altmodisch, Gebetstreffen. Wir haben wenig oder gar kein Verlangen nach dem Gebet, das ist ein Zeichen des geistlichen Todes, wir wollen nicht mehr atmen, und wir wollen nicht mehr mit Gott reden und kommunizieren. Wir wollen lieber Geld verdienen oder, ja, als uns Gott hinzugeben. Viele Menschen verstehen nicht, was Erweckung ist. Sie denken, sie können sich dort profilieren, in so Erweckungsversammlung vorne auf dem Podium stehen, auf der Bühne stehen. Sie wollen Führungspositionen haben. Oder, ja, in unseren Gemeinden sind Leute, die werden gleich gefördert und profiliert und so weiter, wenn sie ein bisschen intelligent sind, ein bisschen gebildet sind, ein bisschen beredet sind, vielleicht ein bisschen studiert haben, vielleicht mal im Ausland gewesen sind. Ja, aber Gott sucht das Herz an. Leute, die nix sind, die hat er sich erwählt und mit denen macht er Geschäft und Geschichte. Die biblische Qualifikation ist was ganz was anderes. Gott sieht das Herz, nicht die Person. Und ich habe Prediger gehört, die konnten nicht einmal lesen und schreiben, aber die waren von Gott gesalbt und gesegnet. Es ist nicht die Studierenden, die von der Uni kommen. Ihr wisst, auch die braucht der liebe Gott. Unser Christentum ist freudlos und leidenschaftlos. Wir brauchen Erweckung. Und das geht der Erweckung voraus, ihr Lieben. Wir kennen die Wahrheit in unseren Köpfen, aber wir praktizieren nicht in unserem Leben. Wir bemühen uns wenig,
den Verlorenen Zeugnis zu geben? Wo sind die Leute, wo noch auf die Straße gehen, wo noch missionieren? Was weiß ich, was sie machen? Wo sind diese Leute? Die schlafen lieber, statt in die Mission zu gehen. Ich denke noch an unseren Bruno Beser, mit 94 Jahren verteilt, der gute Mann, am Alexander, hier Traktate, bis er angefahren wird von einem Auto. Verstehst du? Mit 94 Jahren, der sagt, ich kann es nicht lassen. Und so habe ich ihn kennengelernt, ich predige auf dem Breitscheidplatz und dann sagt der Bruder Matudis, kannst du mich gebrauchen? Kann ich mit dir zusammen arbeiten? Und seitdem war er bei mir. Selbst wenn er nichts, kein Zeugnis gegeben hat, er stand noch mal da und hat nur mitgebetet. Wo sind die Christen, die mitbeten, wenn andere rausgehen, wenn andere missionieren? Wir brauchen eine Erweckung. Wir haben Zeit für Sport, für Erholung, für Unterhaltung. Jetzt, wir lassen uns impfen, damit wir dorthin gehen können und dorthin gehen können. Jetzt hört bald diese Woche wahrscheinlich der ganze Spuk so langsam auf. Verstehst du, aber haben wir Zeit auch für Bibelstudium und für Gebet, ihr Lieben? Haben wir Zeit? Nehmen wir uns die Zeit? Die meisten Predigten, ja, Mangel an Überzeugung und Konfrontation, die werden nicht mehr rausgefordert, gehasst, verstehst? Da fehlt das göttliche Feuer. Berliner würden sagen, da fehlt der Pep. Verstehst du? Antrieb und das Feuer des Heiligen Geistes, dass man wieder sagt, verstehst du, dass man wieder voll, ja, wir gestochen, gebissen, verstehst du, ich muss, wehe mir, wenn ich das nicht tue. Ja, und ich tue das, obwohl ich schon längst in der Rente sein könnte. Ich predige weiter und verkündige das Wort schon einige Jahre weiter. Ich könnte auch schlafen, ich könnte mich ins Bett legen und Blümchen und Schmetterlinge angucken. Aber die wenigsten denken an die Ewigkeit. Gottes Volk ist mehr besorgt um ihre Arbeit, um seine Arbeit und ihre Karriere, über ihre Zipperleins, als statt über das Reich Gottes und anstatt über die Errettung der Verlorenen, mehr besorgt. Ach, es kommt das und kommt das. Nein, gerade Kriegsjahre, kritische Zeiten sind die Erweckungszeiten nach dem Krieg. Was ist da alles gewesen? Da waren die Leute im Aufbruch, die Flüchtlinge. Und wenn die Flüchtlinge nicht gekommen wären, wären die Deutschen versauert, verstehst du? Die haben das Evangelium gebracht. Joost Müller-Bohn hat ein Buch geschrieben, die, die aus dem Osten kamen. In den Pfingstgemeinden sind die meisten Pastoren, die aus dem Osten kamen, aus der Sowjetunion, aus den Ostblockländern. Weißt du, heutzutage, in der großen Kirche, da kommt ein Mann, ein Bruder aus unserer Gemeinde zu meiner Frau und sagt, Heidi, kannst du deinem Mann sagen, dass er nicht so lange predigt? Normalerweise 25 Minuten, das ist lang genug schon für eine Predigt und so weiter. Ja, und du siehst, die Leute wollen kurze Predigten, ein bisschen Schmalz um die Ohren und dann sind sie zufrieden. Und dann gehen sie business as usual weiter. Nein, Paulus predigte bis nach Mitternacht, da ist sogar einer am Fenster eingeschlafen und runtergefallen. Das sind Erweckungsversammlungen. Wenn Leute einschlafen, nicht mehr weiter können, wenn ihnen alles wurscht ist. Ich habe Erweckung erlebt in Jugoslawien, in den Ostblockländern, wo auch immer. Die schönsten Versammlungen waren im Hühnerstall. Da wurde zuerst durchgeputzt, ein paar Steine links und rechts und ein Brett drüber. Und dann haben die Leute Gottesdienst gefeiert in Jugoslawien. Und das hat gestunken. Ja, verstehst du, du warst noch nicht im Hühnerstall. Du weißt gar nicht, wie es im Hühnerstall aussieht. Aber im Hühnerstall hat es gestunken. Und wir haben so gebetet und plötzlich riecht es nach einem Parfüm. So ein Parfüm habe ich noch nie in meinem Leben gerochen. Wollte immer irgendwo mal finden, so ein Parfüm, was der Heilige Geist dort versprüht hat in diesem stinkenden Hühnerstall. Das ist Erweckung. Und Menschen haben gebetet. Ich habe Gottesdienste erlebt, wo die Kommunisten den Strom abgeschaltet haben. Aber ich, mit meiner Taschenlampe weiter gepredigt. Ich wusste sowieso meine Predigt auswendig. Das ist Erweckung, wo du weitermachst, auch wenn du abgehakt und abgeschnitten bist und verpönt bist. Gottesdienste müssen so sein, solange der Heilige Geist wirkt. Na, ich habe Gottesdienste auch in der großen Kirche, in aller Liebe, bis... Ja, hat angefangen um 10 Uhr bis 3 Uhr, 4 Uhr nachmittags, Gottesdienste. Wir sind nicht nach Hause gegangen. Ich habe gesagt, wer nach Hause gehen will, bitte schön, die Tür ist offen. Ich halte euch nicht auf. Aber das ist keiner heimgegangen. Im Gegenteil, da sind noch andere gekommen. Die haben gedacht, was ist denn da los? Die feiern immer noch Gottesdienst seit heute Morgen. Erweckung, wo man nicht mehr auf die Uhr guckt.
sondern Ur ohne Haar schreibt. Urchristen. Ja, das sind Erweckungschristen. Das sind Erweckungsmenschen. Unsere Kinder wachsen, ihr Lieben. Ja, ich bin so traurig mit weltlichen Werten, mit weltlichen Philosophien, mit gottlosem Lebensstil. Ja, sie lernen nichts Gescheites mehr. Sie lernen nicht mehr, wie lebt man ein heiliges Leben. Gläubige können nicht mehr miteinander eins sein. Sie streiten sich. Sie fühlen sich gleich irgendwie auf die Hühneraugen getreten. Und du kannst die Gläubigen gar nicht zur Versöhnung zwingen. Ich habe in Stuttgart, und das sind schon 50 Jahre her, habe ich gesagt, habe ich zwei Leute. Ein junges Mädchen hat ein bisschen Dummheiten gemacht. Gut, junge Leute machen manchmal Dummheiten und so weiter. Und dann hat sie einem älteren Bruder, einem gestandenen Christen, eigentlich sollte er Pastor sein und so weiter, ein reifer Bruder in Christus. Und dann sagt sie, streckt sie die Hand und sagt, bitte Bruder, verzeih mir, ich habe Fehler gemacht. Dann sagt sie, ich will nicht vergeben. Ich will nicht vergeben. Und so viele Christen gibt es hier unter den Christen, auch heute noch schlimmer nach 50 Jahren. Ich will nicht vergeben. Wir sind besorgt um die Bildung unserer Kinder, um sportliche Aktivitäten, anstatt um den Zustand meiner Seele. Wie geht es meiner Seele? Ist das wirklich alles? Sünde wird in der Kirche unter einem Teppich gekehrt. Schaut auf die ganzen Prozesse in der katholischen Kirche, die ganzen Missbrauchsfälle, was da ist. Bei den Evangelischen ist auch nicht besser. Ja, auch die kleinen Sünden, die Klatschsünden, ja, die entzündeten Zungen, nicht die gesalbten Zungen vom Heiligen Geist, sondern die entzündeten Zungen, die sind ganz schlimm. Die Lieblosigkeit in den christlichen Kreisen, die Kritiksucht, da wird toleriert und geduldet, naja, das muss man einfach hinnehmen. Nein, wir gehen auf die Ewigkeit zu, ihr Lieben. Wir füttern unsere Seele mit Dingen, die gottlos sind. Verstehst du, ganz alles aus dem Fernsehen, aus dem Filmen, was auch immer ist. Und die sind nicht heilig. Hollywood ist eine verfluchte Stadt. Verstehst du, der ganze Schmutz über unsere Gesellschaft kommt aus Hollywood. Unser Singen ist nur noch halbherzig. Unsere Anbetung leblos. Da singen wir 10-mal den gleichen Chorus. Da ist nichts mehr drin. Unsere Gebete sind leere Worte. Wir reden, als der liebe Gott sprechen würde, aber wir sind Schlappschwanz, wenn es darauf ankommt. Wir ziehen was ab und wollen die Leute beeindrucken. Wir sind nicht mehr besorgt. Und das ist, was einer Erweckung vorausgeht. Ich weiß, Erweckung wird kommen, aber die wird zu spät kommen. Plötzlich merken wir, ich habe nicht genug Öl wie diese törichten Jungfrauen. Unsere Lampen gehen aus. Unseren Gebeten, ihr Lieben, und das ist was, warum ich predige, warum ich an Erweckung glaube und vielleicht erwecke ich gerade auch durch diese Predigt heute irgendjemand, dass wir wieder beten mit Inbrunst, erbarm dich, Herr, erbarm dich unserer. Unsere Herzen sind kalt und unsere Augen trocken geworden. Und wenn wir weinen, weinen wir vielleicht über dies und jenes. Mein eigener Schwiegersohn hat mir, von dem habe ich die Tage gehört, meine Tochter, also erzählt es mir sonst nicht, was bei denen in der Familie passiert, dann sagt er, mein Mann hat heute so geweint über einige Geschwister in der Gemeinde. Verstehst du, die einen sind geimpft und die machen da so ein großes Tamtam in der Gemeinde. Die anderen sind nicht geimpft, die machen auch so ein großes Tamtam. Und dann schreiben sie gegenseitig Briefe und hat geweint über die Christen in seiner Gemeinde. Und wir sollen über die Christen heulen, nicht nur weinen, heulen. Verstehst du, wie gespalten sie sind. Die einen sind für, die anderen sind dagegen. Lass doch jeden machen, was sie wollen. Das ist ihr Bier. Wir sehen, ja, die Situation, wie es in den Gemeinden hin und her aussieht. Wir haben aufgehört zu weinen, zu trauern. Was hat der Heiland einmal gesagt? Weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Ja, das hat der Heiland gesagt. Wir sollen anfangen zu weinen über die Menschen in den Gemeinden, die leben bewusst in Sünde und die denken gar nicht umzukehren. Gott muss wieder mit Blitz und Donner wie bei Martin Luther einschlagen mal. Ja, muss er. Damit sie aus ihrer Selbstzufriedenheit erwachen. Das war nämlich seine Bekehrung dort auf der weiten Flur irgendwo bei Erfurt, als er nach Hause ging und es ein Blitz vor ihm einschlug. Mein Gott, es hätte mich treffen können. Und es könnte uns jeden treffen. Und dann sucht er nur noch den gnädigen Gott. Das war der Auslöser für die Reformation. Auch eine Erweckungsbewegung. Verstehst du, er konnte nicht mehr schlafen, das hat ihm Angst bereitet, wo komme ich hin? Erst nach dem Frühlingsgewitter
geht es wieder weiter, verstehst du das? Warte mal, heute Nacht, glaube ich, oder nächste Woche, oder dieses Wochenende gibt es großen Sturm. Wir müssen wieder aufwachen aus unserer Selbstzufriedenheit, aus der frommen Gesellschaft, die nur unterhalten will. Oh, süßer Jesus. Unsere Musik muss Gott gefallen und nicht unseren Ohren und nicht unserem Fleisch. Was ist eine geistliche Musik? Die meisten wissen gar nicht. Die meinen, geistliche Musik ist, wenn es raucht und dampft und Scheinwerfer strahlen. Geistliche Musik, sage ich in einem Satz, ist, wenn die Seele, wenn der Körper und der Geist berührt wird, wenn ich stehe da und sage, wie groß ist mein Gott? Und dann klatsche ich in die Hände und dann erhebe ich meine Seele zum Herrn. Die meisten Christen stellen sich der Welt gleich. Das, was der Heiland verboten hat, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das machen sie erst recht. Sie wollen nicht auffallen. Sie fangen an, sich in die Welt einzufügen, sich anzufassen, nehmen das Malzeichen des Tieres an, anstatt sich an Gottes Maßstäbe, an seine Heiligkeit zu halten und anzupassen, ihr Leib Gott zur Verfügung zu stellen. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Machen Sie doch mit, jeden Quatsch. Ich könnte hier sagen, dann würden manche vom Glauben sogar abfallen, würden nicht mehr in meinen Gottesdienst kommen, aber ich sage es nicht. Heute musst du die Menschen auf Knien betteln, in die Kirche zu gehen. Ja? Einladen und einladen und einladen. Komm, Brüderchen und Schwesterchen, komm, 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 komm. Verstehst du? Und sie kommen immer noch nicht. Verstehst du? Vor Jahren in Stuttgart habe ich eine Aktion gemacht, ich habe Geldscheine gedruckt. Und also auf der einen Seite die Geldscheine und auf der Rückseite dann die Einladung in die Versammlung und auf der Straße verteilt. Die Leute haben. Ja, die würden Geldscheine annehmen, aber sie lassen sich nicht einladen zum lieben Heiland. Und für mich war eines, Herr, gib Erweckung, wie einst vor Zeiten, lass große Wunder geschehen. Und ich habe das erlebt, ich habe Erweckung erlebt in meinen Gemeinden. Ich habe die Leute nicht gezwungen, ich habe die Leute eingeladen, ob sie kommen oder nicht kommen, ist mir vollkommen wurscht und egal. Ich halte nichts davon, verstehst du, wenn sie nur gezwungenerweise in den Gottesdienst kommen. Und habe auch meinen Leuten gesagt, schleppt die Leute nicht hierher, lass die der Heilige Geist herziehen und das ist okay, in Ordnung. Und ich habe Erweckung erlebt, da saßen Leute in den Reihen, da eine Frau, die werde ich nie vergessen, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ein Mädchen, und die war so geschminkt, also die ganze Schminke lief runter, verstehst du, weißt du, sie hat geweint, sie hat Buße getan und ihr Leben hat sich verändert. Was nützt es, wenn die Leute in die Versammlung kommen und ihr Leben ändert sich nicht? Ich lasse die Erweckung kommen, auch hier. Ich predige und irgendwo wird irgendjemand wo erweckt, wird von Geist Gottes berührt. Ja, und ich kann den Menschen dienen. Und ich habe so viele Leute auf meiner Internetseite, auf Facebook oder auch auf YouTube. Weißt du, ich predige den Leuten, ich sage den Leuten, was die Wahrheit ist. Ich schmeichle nicht und so weiter. Die können mich blockieren, die können alles mit mir machen. Ja, heute darfst du als Pastor nicht mehr etwas extra von den Leuten verlangen. Geh auf die Knie. Oder das sind sie mir gleich überfordert. Erweckung ist, wo du nicht mehr überfordert wirst für den heiligen Gott, für den mächtigen Heiland, das ist nicht genug. Wir haben in der Bibel, ein junger Mann kommt zu Jesus. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und was sagt der Heiland? Verkauf deine Ringe, verkauf deinen ganzen Schmuck, verkauf das und gib es Geld den Armen, nicht mir. Ich brauche das Geld nicht. Gib es den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und von dem heißt es, und er ging traurig davon. Der ist nicht erweckt worden, der hat weitergeschlafen. Das war Johannes Markus in der Bibel. Später kam er. Weißt du, was heute noch nicht ist, es kann noch kommen. Das ist für mich eine Wahrheit, eine Philosophie, an der halte ich fest. Ich predige. Und was heute nicht ist, kann noch kommen. Ich glaube an eine Erweckung, dass noch Menschen kommen werden, so wie Johannes Markus. So ein feines Büble. Verstehst du, alles so schwer ist, alles so hoch ist und alles so anstrengend ist. Paulus sagt auch, er war mir nützlich sogar. Der hatte sich auch mit Paulus nicht verstanden. Der war mir nützlich. Und grüß mir den Markus. Verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen und folge mir nach. Wir Christen machen wenig oder gar keinen Unterschied in der säkulären Welt um uns herum. Also die Leute müssen merken, dass wir eines anderen Geistes Kinder sind. Dass wir
Gott nachfolgen, dass wir Jesus nachfolgen, dass in uns ein anderes Feuer brennt. Ja, dass in unseren Familien der Herr der Mittelpunkt ist. Und jede Generation, ja, muss selbst die Erweckung erleben. Jede Generation selbst. Ich habe es erlebt, aber deine Generation, deine Nachkommen, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, steht es in der Bibel. Meine Vorfahren haben das erlebt. Mein Urgroßvater war ein Stundist, der ist auch von Haus zu Haus gegangen. Der kannte das alles gar nicht, was ich kenne. Das ist aber, er diente Gott in dem Wissen, was er hatte. Und im Winter, da haben die Knechte die Viecher gefüttert und da ist er als Mennonit oder als Stundist von Gehöft zu Gehöft gegangen und Bibelstunden gehalten, gepredigt und die Leute, den Leuten vom Heiland erzählt. Fang an, einen gnädigen Gott zu suchen. In der Bibel heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Als Christ bin ich nur mir selbst verantwortlich, so wie Martin Luther. Herr, ich brauche einen gnädigen Gott. Das ist Erweckung. Wenn du bei dir selber anfängst, vor deines eigenen Haustür kehrst, dein eigenes Leben aufräumst, ja, und selbst für deine eigene Entwicklung sorgst und nicht Gott verantwortlich machst, auch nicht den Teufel, der arme Kerl, der kann nichts dafür, dass du ein Messi bist. Ohne den Heiligen Geist ist Heiligkeit und Heiligung unmöglich, Erweckung unmöglich. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, Heiliger Geist, erfülle die Gemeinden, die Christen hin und her. Irgendwo sitzt irgendwo, wo jetzt er die Predigt zuhört. Die Welt braucht Menschen, die von Gott eingesteckt sind. Und ich bin von Gott infiltriert, von Gott geimpft, von Gott, ja, verseucht, würde ich fast sagen. Ja, ich gebe es weiter, das, was Gott mir gegeben hat. Ich kann es nicht anders lassen. Ob es einem passt oder nicht. Ich bin ergriffen. Ich kann es nicht loslassen. Und ich möchte andere anstecken. Irgendwo. Irgendwo in der Prärie. Irgendwo auf der Alp. Irgendwo. Ich möchte ein Brandstifter sein. Und erweckte Leute sind Brandstifter. Da kann man nicht mehr schlafen. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. In meinem Herzen hat Modi seine Arbeit angefangen in Chicago. Und es geht darum, dass wir Erweckung erleben und ich bete für Erweckung. Aber eine Erweckung geht voraus, eine echte Buße und Bekehrung, ein innerer Zerbruch, dass man über die Sünde nachdenkt, dass ich vor Gott kapituliere, was das auch immer ist. Ja, die Welt braucht Menschen, die bei Gott Gunst haben, die Gottes Erbarmen erlebt haben und wir Christen Jesus in uns haben und wir brauchen Jesus nicht erst in den Tod, wir brauchen Jesus jetzt zum Leben. Erweckung ist, Gott sucht Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, die demütig sind, die aus der Kraft Gottes leben. Ich kann nicht, ich schaff's nicht, bei mir ist es nicht möglich und so weiter. Aber die verlassen sich auf Gott, die Jesus ähnlich sind, dass man, wenn man dich ansieht, nicht den Teufel sieht, sondern Jesus in dir sieht. Das ist Wahrheit. Bei den meisten Leuten sieht man den Teufel, da fehlen nur noch die Hörner. Aber sie sieht man nicht mehr Jesus, der sanftmütig und demütig war. Erweckung ist, wenn man den Ruf Jesu gehört hat, Jesus nachfolgt und Gott durch einen wirken lässt. Erweckung geht nicht durch den Magen, sondern Erweckung erfüllt unser Leben. Ein paar Sachen, wie Erweckung wirkt, wenn einer erweckt worden ist. Ich ganz schnell. Erweckung ist, ja, zu jeder Zeit. Ich habe mal eine Arbeit in Heilbronn geschrieben für eine Gesellschaft. Sie haben es zwar nicht als Doktorarbeit bei mir anerkannt, aber sowas Ähnliches habe ich geschrieben, fast wie in einer Doktorarbeit über Erweckung, was Erweckung ist und wie und so weiter, weil ich Erweckung in meiner Gemeinde erlebt habe. Die Leute kamen in die Gemeinde, die sind vor Gott zusammengebrochen. In meiner Gemeinde konnte jeder sein, wie er war. Die einen waren mit so großen Hut, die anderen waren barfuß und die anderen waren so und die anderen waren so, die anderen haben Kopftuch getragen. Und ich habe gesagt, wenn Gott euch berührt hat und euch das und das gezeigt hat, dann seid das, was Gott von euch gewollt hat. Und versucht nicht, andere zu belehren. Seid ein Original. Und das ist, was Erweckung bewegt, dass wir Originale werden plötzlich. Und ich habe Schwestern gehabt, ich habe bunte Versammlungen gehabt. Und die, die dort bei mir in der Gemeinde waren, die wissen es. Eine bunte Versammlung mit dem Hut, kleinen Hut, großen Hut, Kopftuch, barfuß. Unsere Koreaner, verstehst du, die waren barfuß in der Gemeinde. Macht nichts, verstehst du, wie auch immer.
Aber Erweckung ist, dass ich das tue, was Gott in mir gewirkt hat. Dass ich meine Schuhe ausziehe, denn ich stehe auf dem heiligen Boden, haben die damit gesagt, in aller Liebe. Ja, Erweckung geschieht, wenn ich bei Menschen plötzlich in tiefe Sünde fallen. Pass auf, was ich sage, was Erweckung ist. Da kommt, Menschen fallen in tiefe Sünden, werden gleichgültig, jagen dem Mammon nach, haben keine Zeit für Raum, keine Zeit für Gott und sonst was. Wie an Weihnachten, das ist Erweckung. Und ich habe in meiner Gemeinde Sünde gehabt und ich habe die Sünde geliebt. Warum? Weil Gott liebt die Sünde, Jesus liebt die Sünde. Er sagt, lasse die zu mir kommen, ich will sie erquicken. Gott sucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist Erweckung. Wem viel vergeben ist, der lebt in der Gnade Gottes. Dem ist alles wurscht, was der Pharisäer Simon da denkt und was der Judas da denkt. Den können alle ihm gestohlen bleiben. Geistgewirkte Erweckung ist nötig, ihr Lieben, dass wir anfangen, wieder nach Gott zu hören. Die Welt ist moralisch versunken in dem Morast der Zeit, in den Medien. Die stecken den ganzen Dreck bis über die Ohren. Und die Erweckung beginnt bei jedem Einzelnen, individuell. Das ist Erweckung. Was muss zuerst geschehen, dass du von Gott ergriffen bist und sagst, Gott, so kann es mit mir nicht mehr weitergehen. Und darum bete ich, dass du so gepackt wirst vom Heiligen Geist, dass du dich erinnerst, so wie dieser eine Zahnarzt, an früher. Früher, meine Oma hat mir erzählt, das und das passierte, als der Heilige Geist da war. Und ich möchte wieder Gott erleben. Ich möchte mich wieder bekehren. Die haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Siehst du die Herrlichkeit Gottes wie früher? Du brauchst Menschen, die wissen, was eine Erweckung ist. Ich komme aus einer Erweckung. Mehrere habe ich durchgemacht in meinem Leben und bin immer noch erweckt und kann nicht mehr schlafen. Ja, dass ich immer wieder meinen alten Gott suche. Ich bin nach Berlin hierher gekommen, weil ich erweckt worden bin. Weißt du, mit 40 Jahren habe ich als Mann meine Midlife-Krise gehabt. Da saß ich da, habe meine tolle Predigten vorbereitet. Ich muss im Gottesdienst nur noch kommen, predigen und dann nach Hause gehen. Und was weiß ich, mit meinem Wohnwagen weiterfahren irgendwo. Weißt du, da war alles geordnet, alles geregelt. Und dann habe ich irgendwo mal meinem Gott gesagt, in einer Stunde, wo ich vor Gott stand, lieber Gott, ist das wirklich alles? Ich möchte wieder meinen alten Gott erleben, wie ich früher erlebt habe, wo ich um jeden Krümel Brot bitten und betteln musste, wo ich Gott vertrauen musste in alle Bereiche meines Lebens. Und dann hat der liebe Gott gesagt, gib alles auf. Verstehst du, das war ein Schock für mich. Weißt du, wenn du Erweckung erlebst, erlebst du einen Schock. Hat der Herr zu mir gesagt, gib alles auf. Natürlich habe ich nicht sofort von heute auf morgen gehandelt. Und dann ruf mich mein Vorsteher an und sagt, Johannes, ich habe so eine Bürde für Berlin. Jedes Mal, wenn ich in den Osten fahre oder wenn ich andere Länder besuche, Berlin, wenn ich die Landkarte lese und wenn ich zum Norden fahre, hier Berlin, wir hätten gerne eine Gemeinde in Berlin, hat er gesagt. Und diesen Gedanken habe ich aufgegriffen und dann hat Gott zu mir gesprochen, und wie wär's, wenn ich nach Berlin gehe? Weißt du, wir schicken gerne andere woanders hin. In der Mission oder was weiß ich. Aber wie ist es, wenn du das machst? Und dann habe ich meinen Vorsteher mal angerufen oder ihn besucht zu einem Gespräch. Und dann hat er zu mir gesagt, Johannes, was denkst du über Berlin? Würdest du nach Berlin gehen? Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meiner Frau gesagt, du, ich gehe nach Berlin. Und die war schockiert, die wollte gerade ihre Verwandte besuchen in Schwäbisch Hall. Und immer Berlin, Berlin, und sie ist von Berlin nicht mehr losgekommen. Das ist Erweckung, wenn du von der Sache nicht mehr loskommst. Berlin, Berlin, Berlin. Und die konnte meine Verwandte in Schwäbisch Hall nicht besuchen, oder Schwäbisch Gmünd nicht besuchen. Sie ist gleich nach kurzer Zeit wieder heimgefahren und sagt, ich kann es nicht fassen. Und dann will sie abschalten, umdenken, und dann schaltet sie das Radio ein, und im Radio wird ein Schlager gesungen, als Schlager Nummer 1, ich liebe Berlin. Und da war es passiert, verstehst du? Und dann haben wir uns geeinigt, ich gehe nach Berlin. Und das ist, ich wollte meinen alten Gott wie früher erleben. Willst du deinen alten Gott erleben, den du mal irgendwo mal begegnet bist, von dem mal was gehört hast? Ja, Erweckung ist, wenn Menschen eine neues geistliche Dimension erleben, mehr mit Gott, ist das wirklich alles? Wenn sie innerlich vom Heiligen Geist so ergriffen sind, so wie meine Frau, verstehst du, die wollte gar nicht hin. Sie hat gerade
ihre Beamtenlaufbahn neu begonnen, verstehst du, die Kinder waren aus der Schule, das war alles so weit, alles gediegen. Und jetzt geht sie nach Berlin und dann fragt jemand von ihren Kolleginnen, sind sie strafversetzt, wenn sie nach Berlin gehen? Erweckung geschieht nach dem Muster Gottes. Es ist eine Offenbarung, eine unwiderstehliche Kraft. Du kannst nichts machen, du musst, dir bleibt nichts anderes übrig, du gehst. Und ich kann niemanden zurückhalten. Und das ist Erweckung, wenn der liebe Gott dich zieht mit Seilen der Liebe. Weißt du, er wird dich nicht vergewaltigen, er wird dich nicht zwingen. Jetzt auf die Knie bitte. Nein, Erweckung ist eine innere Erfahrung. Und ich sage euch, Erweckung ist bereits hier. Hör auf, für Erweckung zu beten. Lass dich nur erwecken. Erweckung ist hier. Jede Generation erlebt es neu. Das Gericht Gottes kommt. Und wenn du irgendwo vom Gericht Gottes hörst, da braucht sich was zusammen, dort braucht sich zusammen. Der Herr ist am Plan. Der Herr will dich erwecken, dass du nicht mehr schlafen kannst. Dass deine ganzen Schlaftabletten dir nichts mehr nützen. Auch dieser Mundspray, was sie jetzt gerade Reklame machen, dass du gut ausgeschlafen bist. Das ist dir so passiert wie dem Zachäus. In diesem Hause ist Heil gefahren. Echte Erweckung ist, dass sich bei dir so viel verändert plötzlich. Vielleicht nicht sofort von heute auf morgen, aber Stück für Stück. Nichts mehr ist so wie früher. Ja, Erweckung ist, wenn wir unsere Denkweise, unsere Ausrichtung ändern, unsere Zukunft ändern, unsere Basis ändern. Erweckung ist nicht die große Versammlung oder Lagerversammlung, auch was sein mag. Nein, Erweckung ist die neue Einstellung, das neue Denken. Erweckung ist, wieder zum Leben erweckt zu werden, wieder den alten Gott von früher kennenlernen. Den alten Gott. Und ich will nichts anderes als meinen alten Gott. Keine fromme Liturgie. Sondern ich möchte den Plan Gottes, den Willen Gottes ganz neu erfahren. Eine echte Erweckung gibt uns eine Leidenschaft für Gott. Ich bin von Gott gefressen, ja, vom Heiligen Geist verzehrt, wie, was auch immer sein mag. Ich bin von Gott gefesselt. Wir brauchen Erweckung, liebe Leute, auch hier im Internet, wo ihr auch immer seid, dass wir aufhören zu streiten, zu zanken. Ich habe recht, die sind falsch, die sind richtig. Verstehst, vergiss das Ganze. Alle sind falsch, alle miteinander. Da ist keiner, der Gutes tut, nicht ein einziger. Viele Gläubige haben weltliche Philosophien und Werte und so weiter, einen Lebensstil angenommen. Sie sind nicht mehr erweckt. Sie kümmern sich um alles Mögliche, bloß nicht um ihre Seele. Fang an, um deine Seele dich zu kümmern. Sie kennen alle Schauspieler im Fernsehen, aber sie kennen Jesus nicht. Das ist die Wahrheit. Wenn ich so Leute manchmal höre, Christen höre, so, kennen den und kennen den, der ist gestorben. Ach, den kenne ich so gut, seine Filme waren so beliebt. Aber kennen sie Jesus? Ja. Den meisten Gebeten fehlt Inbrunst. Ich bete um Erweckung, wie zu Pfingsten. Da ging es ihnen durchs Herz. Brüder und Schwestern, was müssen wir tun, damit wir gerettet werden? Wenn sich der Heilige Geist uns nähert, kommen die Menschen unter Schock. Wie dieses Mädel. Heult, bis sie das ganze Make-up abläuft. Da müssen wir putzen, die Frau, verstehst du? Und dann hat sie sich Schal umgezogen, damit niemand sieht, dass ihre Bluse so verfärbt ist. Ja, das ist Erweckung, wenn Menschen heulen wieder vor dem Herrn, nicht mehr lassen können. Erweckung ist ein neuer Anfang zum Gehorsam Gottes. Bei einer Erweckung geht es nicht um Emotionen, welcher Art auch immer, ob du auf dem Boden liegst oder nicht. Ich habe Leute gesehen, die auf dem Boden liegen, aber nicht rückwärts, dass sie gefallen sind, sondern vorwärts auf Angesicht. Die wie tot. Hier in der großen Kirche. Da war Erweckung, da ist ein Mann berührt worden vom Heiligen Geist, da ist ein Buddhist im Gottesdienst, weißt du, so Schamane oder was weiß ich, wie der da aussah. Und er sieht es, sagt, oh, fängt an zu stöhnen, soll ich Polizei, nicht Polizei, Krankenwagen, erste Hilfe gleich rufen. Nein, lassen Sie, der Mann steht nachher noch auf. Und er stand kurze Zeit später auf, aber verheult, ja. Der hat vor Gott geweint, ist von Gott ergriffen worden und der Buddhist hat es gar nicht verstanden, was das ist. Eine Frage. Ja, weißt du, wenn du erweckt worden bist, dann bleibst du nicht mehr beim Status Quo. Da wirst du belebt. Eine Frage, die ich habe. Warum willst du in den Himmel, lieber Christ oder Christin? Ja, warum wollen viele Gläubige in den Himmel kommen?
Wenn Sie hier schon den Himmel erleben könnten und nicht erleben, dann wird es im Himmel stinklangweilig für Sie. Frag dich, warum will ich in den Himmel? Dort wird nur gesungen, gelobt und gepriesen. Der allmächtige Gott, wenn du hier den Himmel nicht genießen kannst, was suchst du denn im Himmel? Dort gibt es nur Gott und Gott und Gott und Gott und Gott und nur noch Gott und sonst nichts. Dann wird der Himmel dir zur Hölle werden, in aller Liebe. Sei nicht schockiert. Wer hier nicht leidenschaftlich für Gott lebt und brennt, was will er denn im Himmel tun? Wir sollen die in uns und alles, was wir haben, alles in uns soll dem einen Zweck dienen, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er nicht in das Reich der Himmel kommen. Was heißt das? Es sei denn, er wird erweckt, es sei denn, er wird wiederbelebt, es sei denn, er erlebt die Leidenschaft für Gott. Nur so kommt er in den Himmel, anders nicht. Wir brauchen diese Offenbarung von oben, nicht von unten. Vergiss den Schmarrn. Jesus muss unser Herr werden. Er muss uns das Sagen, das Kommando in unserem Leben übernehmen. Deshalb, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich habe heute im Geist gesprochen. Zu den Geistern, auch irgendwo im Internet. Ja, ich habe es gesprochen. Und Gott gibt dem Demütigen Gnade. Werde recht demütig, komm runter. Von deiner Frömmigkeit, Heiligkeit, Scheinheiligkeit, Pharisäertum, was auch immer ist. Dem Demütigen schenkt der liebe Gott Gnade. Erweckte Menschen bilden sich nichts mehr ein. Ich bin, was ich bin. Ich kann, was ich kann. Und was ich nicht kann, das lasse ich bleiben. Ich überlasse alles Gott. Und das ist, was ich gelernt habe als erweckter Mensch. Ich überlasse alles Gott. Gott muss die Menschen herbringen. Gott muss die Versammlung füllen oder auch lehren. Lieber habe ich zwei Leute als 200, die nichts taugen. Ja, in aller Liebe. Denkt von mir, was ihr wollt. 5 Ganze sind besser als 500 Halbe. Erweckung geschieht immer persönlich und betrifft den ganzen Menschen. Vater, wir wollen dich preisen und loben und so weiter. Und wir wollen nicht nur Erweckung erhören oder von der Erweckung berichten und reden. Wir wollen auch Erweckung erleben. Lieber Gott, ich möchte den alten Gott wieder erleben in unseren Tagen, in unseren Stunden, in unserer Zeit nach Corona. Wir wollen dich erfahren. Heiliger Geist, erwecke uns aus dem Seelenschlaf, aus unserer Gemütlichkeit und bring unser Leben auf einer neuen geistlichen Dimension. Heiliger Geist, gib uns ein neues Herz und einen neuen Geist, der den Willen Gottes tut. Und mögen wir großen Hunger für dich bekommen, lieber Gott. Nach dir, nach dir, nach dir verlangt mein Herz. Herr, wir wollen wieder leidenschaftlich für Jesus sein. Segne uns. Amen.